Und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe den Weg endlich gefunden. Und zwar musste ich mich darunter schwingen und dann hier an der Säule oder an, was es hier ist. Hier gibt es einen Kletterpunkt. Und hier wird es jetzt hoffentlich mal weitergehen. Aber das sehen wir jetzt gleich. Ah, alles klar. Da hätte ich doch gleich von da oben runterspringen können und da mich ansehen können. Okay, das sieht man von da oben nicht. So, muss ich bestimmt jetzt hier rüber schwingen, wo ich vorher hingesprungen bin und gestorben bin. Okay. So, hier ist ein Kletterpunkt. Okay. Da ist was. Aber warum ist da ein Kletterpunkt? Muss ich da runter dann später? Ich weiß es nicht, das sehen wir dann schon. Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall jetzt, wenn wir jetzt hier richtig sind. Wie geht's dir? Falscher Weg. Ah, okay. Sam, hier rein. Okay. So, schon sind wir oben. Wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Schreibe ich aber erst noch ein bisschen hier um. Wie konnte das hier niemand finden? Ah, hier ist auch so eine Art Leuchtturm oder Turm, ein kaputter. Ottomanischer Helm. Untersuchen wir den mal. Okay. Damals im Waisenhaus, hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Da wollte ich ja nicht reinspringen in den Matsch. Nein, ganz Klamotten wieder dreckig hier. Ich weiß überhaupt nicht, ob wir richtig sind. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Okay, warum konnten wir hier hochklettern? Hier muss irgendwas sein, oder? Mei, was ist denn da? Nein, nein, nein! Warum stirbt der denn da, das bisschen darunter? Okay, da gehen wir jetzt aber nicht mehr weiter.
war jetzt hier oben. War ja eigentlich nichts mehr, oder? Ja, wenn ich hier jetzt wahrscheinlich runterrutsche, dann ist vorbei. Oder kann ich mich da irgendwo festhalten? Okay, da ist ein Kletterpunkt. Probieren wir es einfach mal. Okay, geschafft. Sam, komm hier herum. Heilige Scheiße. Iha. Jawohl. Okay. Kommst du klar? Ja. Kinderspiel. Okay, ist verschlossen. Nur wenn es hier mehrere Gänge sind. Mensch, das ist ja der Hammer. Wow, was ist das? Aber ich gehe jetzt erstmal hier entlang. Ja, darauf geht es bestimmt irgend so ein Schalter oder so. Na, also. Mist. Radik ist kaputt oder so. Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Nee, machen wir jetzt noch nicht. Warte, geh weg. Okay, los geht's. Ich will jetzt da noch nicht rein, weil ich will jetzt erstmal da hinten nachschauen. Da gab's ja noch ein bisschen was. Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Kann ich da reinspringen? Na komm, spring rein. Okay, scheint es nichts weiter zu geben. Da gibt's was, oder? Ist das irgendwie ein Unterwasser-Ding? Oder komme ich da bloß auf der anderen Seite wieder raus? Ich glaube schon. Ja, das ist bloß die andere Seite. Okay. Das war jetzt bloß die... Da drüben ist noch was. Vielleicht wollten die einen riesigen Freizeitpark bauen. Piratenland. Sam, schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen schwer zu sagen. Das ist echt gut gemacht. Ich zurück, das kann ich mitnehmen. Blaupausen, okay. Braunpausen.
Nein, geh doch mal. Sam, schau mal hier. Avery und Two halten Hof mit ihren Kapitänen. Sieht aus, als schreiben sie ihren Verhaltenskodex. Die Piratenverfassung. Piratenverfassung. Schau, Siegel von Piratenkapitän. Alle um Avery versammelt. Da ist auch noch ein Bild. Ein Wandgemälde oder was es sein soll. Averys Schiff. Die Fancy. Sie greift die Gangis Hawaii an. So fing alles an. Nathan, das ist die Geschichte der Gründung von Libertalia. Okay. Also, was ist das für? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Luke da auf. Oder das Tor, besser gesagt. So gibt's hier nichts mehr, oder? Nee, sieht nicht so aus. So Leute, ich glaube, es ist wieder Rätselraten angesagt. Wow. Offenbar steht eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Mal sehen, was passiert. So, ich glaube, ich brauche das Zeichen da oben drauf. Ah, das ist ein Symbol. Okay. Ja, und jetzt? Hä? Das ist ein Symbol, oder nicht? Warte mal. Ah, okay. Das sind ja zwei Dinge, die habe ich ja gar nicht gesehen, dass da noch eins ist. Das nochmal rüberdrehen.
Nee. Ich glaube, so müsste es passen. Alles klar. Das zweite Lied hatte ich gar nicht gesehen gehabt. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Al-Basra und der, den ich mir nicht merken kann. Wer war noch gleich dieser Al-Basra-Typ? Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi Sabai. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Okay, den müssen wir so drehen, glaube ich. Genau. Dann wurde er ein Mächtiger. Okay. Drehen wir den wieder rüber. So, und da ist es nach oben. Ihr beide Symbole gleichzeitig. Was? Oh nee, oder? Das wird so passen jetzt, aber das dann nicht mehr. Ah, scheiße. Das passt so. Okay, da kann ich es normalerweise. Das kann ich jetzt alleine drehen hier. Alles klar. Na bitte. Jetzt musst du sie nur noch ins Licht drehen. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mace, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Sieht maurisch aus. Naja, ist er auch. Was macht er so weit weg von der Barbareskenküste? Vielleicht wie wir. Er sucht sich Action. Ah, okay. Ist ja das falsch, oder? Ah, das ist der richtige. Ach Gott. Fast nicht. Ich muss den richtig hindrehen. Oh nee, da dreht sich ja der andere wieder mit. Oh. Kann ich den nicht irgendwo hinstellen, wo er sich nicht dreht? Alles klar. Okay, ich glaube, ich habe schon gesehen. Der passt. Wir müssen schauen, wie weit sie daneben liegen, wenn sie... So, und jetzt muss ich den drehen.
So muss es eigentlich passen. Alles klar. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Doom. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha, schon seltsam. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wie es dann weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst mir ruhig einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Und ansonsten noch viel Spaß beim Schauen. Ciao, euer Andi.